Hi Leute, Desano hier. Ich habe heute ein besonderes Schmankerl für euch. Ein explosives Fertigkeitenbild, das solo richtig geil ist, in der Gruppe noch viel, viel besser ist. Und besonders was den neuen Content angeht, hier die beiden legendären Missionen, die kommen, plus genereller legendärer Content, ist mega nice mit dem Bild. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut auch mal bei mir auf Twitch vorbei. Es gibt eine ganze Menge Leute von euch, die noch kein Abo bei mir dagelassen haben. Wenn euch das gefällt, dann helft mir dabei, weiter zu wachsen. Wir sind kurz vor den 5000 Abonnenten. Ich bin unglaublich dankbar für das, was bisher passiert ist. Wenn ihr eh auf Division steht oder eh die Games mögt oder mich ganz okay findet, dann drückt den Button und unterstützt mich. Ich freue mich. Vielen lieben Dank.
So, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wollte unbedingt mal wieder ein Skillbild bauen. Ein explosives Skillbild. Ich habe vor Ewigkeit mal eins gebaut mit dem Mörser vom Grenadier. Das war auch sehr, sehr geil. Aber das war mir zu stationär, tatsächlich. Ich wollte ein bisschen was auch weg von dem, sag ich mal, Drohne und Geschütz Gameplay, so der klassische Techniker, der okay ist, definitiv, kann er jeden verstehen, der da Bock drauf hat. Für mich persönlich, mir ist es ein bisschen zu langweilig und ich muss nach vorne, ich muss drauf gehen und dann, um drauf zu gehen, das ist so mein Spielstil, das ist so mein Ding. Ich habe hier ein bisschen was gewerkelt, das richtig Bock bringt, ob solo, ob in der Gruppe. In der Gruppe sogar noch besser, weil er die Gruppe mega geil unterstützt. Und das auch im Hinblick auf die Season 10, ne? Und die beiden neuen legendären Missionen, die kommen. Hier Tidal Basin und der Zoo. Die sind beide bestätigt. Und dass man diese Missionen gerne mit Techniker-Builds läuft, das ist kein Geheimnis. Kann man auch verstehen. Und das hier ist so eine, ja, geht in die Richtung, belohnt einen aber, wenn man deutlich aggressiver spielt. Und das finde ich richtig nice. Und zusätzlich hat man den mega Support für die Gruppe, ne? So, was habe ich hier gebaut? Ihr werdet gleich sehen, dass hier noch deutlich mehr geht. Also da geht noch eine gute Schippe mehr. Pass auf, fangen wir an mit natürlich der Spezialisierung. Ne? Wir wollen ein Explosionsbild bauen. Dadurch haben wir natürlich hier den Zerstörungsexperten drin. Wir bekommen 10% höheren Explosionsschaden, betrifft Sprenggranaten, Fähigkeiten und Effekte, ganz klar. Den Rest, den wir bekommen zusätzlich, das ist eigentlich damit das Wichtigste. Und dass wir den Granatwerfer rausholen können, um noch ein bisschen mehr Explosionsschaden an Gegnern zu machen. Granatwerfer ist halt mit einer der geilsten Spezies, wenn man so tatsächlich draußen hat und mal mehrere Gruppen auf einmal wegrotzt. So, war natürlich dann ein No-Brainer. Wir hatten erst ein bisschen spekuliert, ob wir, je nachdem, wenn wir nur auf 5 gelbe Kerne gekommen wären, dass wir dann mit dem Techniker gelaufen wären, um die 6 voll zu machen und hätten somit auf den Zerstörungsspezialisten verzichtet. In dem Fall ging es gut auf. Wir haben relativ gute Teile gefunden. Ich habe hier einen Teil, die Patch of Dienstleister Handschuhe, die ich in meinem anderen Bild, in dem Skillbreaker Bild mit drin hatte. Quasi Dienstleister Handschuhe, die zusätzlich Fertigkeiten Schaden und den Fertigkeiten Rang haben, ne? So gerollt, dass ich sie ab umrollen können oben mit Fertigkeiten Rang, weil Rüstungsschaden den Skills gut tut, ne? Und hier natürlich super reinpasst. Schauen wir uns die anderen Teile an. Wir haben zwei Teile Grupo. Warum haben wir zwei Teile Grupo? Ein Teil, klar, ist so ein klassischer No-Brainer, wenn man ein normales DPS-Bild spielt, weil ein Teil direkt schon mal 15% Schaden durch kritische Treffer gibt. Viele schauen aber nicht weiter. Zwei Teile geben direkt 15% Explosionsschaden. Bei uns natürlich richtig nice, ist genau das, was wir brauchen. Aber da war natürlich so der Wuch und ist immer noch, ne? Ihr seht's hier, ich habe hier Statuseffekte und Fertigkeitsschaden drauf. Absolut geil wäre, ne? Fertigkeitstempo und Fertigkeitsschaden, sodass ich da ein bisschen was, noch ein bisschen was werken konnte. Ich habe hier Chance auf Crit drauf gemacht. Einzig und allein, weil wir mit der Kondensator spielen. Ich erkläre euch aber gleich nochmal warum. So, das zweite Teil Grupo, das ist perfekt gedroppt tatsächlich. Hätte ich kein Tempo und Schaden drauf, sodass ich den Rang umrollen konnte. Und die Knieschoner habe ich Wyvern Bam mitgenommen, weil die direkt mit einem Teil 10% Fertigkeiten Schaden mit sich bringen. Ja, das Ganze hilft uns da natürlich nochmal. So, das haben wir. Die Brust ist eine China Light Industries, da gibt es 15% Explosionsschaden für ein Teil. Absoluter No-Brainer auch hier. Die Brust in dem Fall könnte auch noch besser sein. Ne? Ich hätte jetzt nicht Nein gesagt zu ein bisschen mehr Chance auf kritische Treffer statt dem Schaden durch und oder Fertigkeiten Tempo. Hätte ich auch genommen. Kein Ding. Ja? Wir haben hier Glaskanone drauf. Ne? Ihr wisst, Glaskanone ist so ein Ding, ne, ihr macht 25% verstärkten Schaden, versteckten multiplikativen Schaden, bekommt den aber auch rein. Ne? Also ihr merkt es, wenn er in die Schnauze kriegt, das tut richtig weh. Ist aber richtig nice, weil es jeden Schaden verstärkt. Ne? Also euren Waffenschaden sowie euren Fertigkeitenschaden. Und das kommt den Skills natürlich zugute. Und zu guter Letzt haben wir tatsächlich Memento mitgenommen. Weil Memento, ne, lässt euch auch ein bisschen, ja, es treibt euch aus der Deckung raus, ne? Es hält euch auf Trab und
gibt natürlich richtig, richtig gute Buffs. A, gibt es ein bisschen was an Defensive durch die Rüstung. Es gibt noch mehr Waffenschaden, was natürlich zusätzlich nochmal der Kondensator gut bekommt. Wir bekommen einen fertigkeiten Rang, damit wir die 6 Ränge erreichen. Und das natürlich mega geile Talent Kill bestätigt. Ne, klar. Diese kleinen Muskelmänner-Trophäen, die ihr da aufsammelt, es gibt zwei verschiedene Buffs. Einen kurzen, den ihr bekommt, wenn ihr jedes Mal eine aufsammelt von 10 Sekunden. Und der andere, der 5 Minuten lang hält und quasi 30% Fertigkeiten-Effizienz mit sich bringt. Fertigkeiten-Effizienz für alle, die es eventuell vergessen haben oder es nicht mehr genau wissen. Fertigkeiten-Effizienz gibt uns Fertigkeiten-Schaden, Fertigkeiten-Dauer, Fertigkeiten-Reparatur, Fertigkeiten-Lebensenergie, also die komplette Palette. 30% davon. Und das ist absolut nice. Das für 5 Minuten, den haben wir in der Regel, wenn man nicht wirklich die ganze Zeit drauf geht, hat man den permanent aktiv und der ist absolut nice. Und lässt uns natürlich, dadurch, dass wir die anderen Kerne haben, noch ein bisschen mehr rausholen. So, kommen wir zur Hauptwaffe. Und das ist die Kondensator. Eine der geilsten Waffen dafür überhaupt, die exotische Variante der PDA. Die hat das Talent Kapazität. Durch das Treffen von Gegnern werden Stapel mit bis zu einem Maximum von 40 gebildet. Jeder Stapel gewährt 1,5% Fertigkeiten-Schaden. Nach 5 Sekunden verfällt ein Stapel pro Sekunde. Wenn ihr permanent schießt, kann da nichts passieren. Für jeden Fertigkeiten-Rang gewinnt man 7,5% Waffenschaden. Heißt natürlich, wenn ihr dann 6 Fertigkeiten-Ränge habt, gewinnt ihr pro Rang 7,5% Waffenschaden, sind 45% Waffenschaden on top, obendrauf. Das ist natürlich mega geil und das in einem Fertigkeitenbild, wo ihr normalerweise nicht so viel Waffenschaden macht. Aber hier, das merkt ihr. Und das war für mich auch der Grund, die Crit-Chance ein bisschen mitzunehmen, weil wir mit dem Schaden nicht so hoch sind. Wir sind bei 100,5%, bin immer bei 38 Chance auf Crit. Ist in Ordnung, 50 wäre absolut super, 60 wäre noch besser, dafür ein bisschen weniger Schaden durch. Und dann hat man einen deutlich höheren Durchschnitt-Damage. Aber wie gesagt, dafür müssten ein paar andere Teile noch besser rollen. Ich versuche hier auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr rauszuholen. Auch für den neuen Content, weil ich da richtig Bock drauf habe. Richtig Bock. Als Zweitwaffe habe ich die Mechanical Animal, das mechanische Tier. Müsst ihr nicht das mechanische Tier nehmen, könnt ihr auch jede andere Waffe nehmen, weil ich die Waffe an sich gar nicht mal so geil finde. Tatsächlich fühlt sich nicht so gut an. Hat aber das Talent perfekt zukunftssicher. Wie gesagt, da reicht aus normale zukunftssicher. Waffenkills gewähren 19 Sekunden lang plus einen Fertigkeitenrang, kann bis zu 3-mal gestapelt werden. Wenn man wie in unserem Fall hier 6 Fertigkeitenränge schon hat und dann mit der Waffe den Gegner killt, versetzt man sich selbst in den Overcharge. Und dann geht es natürlich richtig ab. Kann man immer wieder reinhauen, alle 90 Sekunden und kann sich dann nochmal extrem hoch pushen. Das ist ganz nice. Pistole wurscht, da gehört eigentlich eh immer die angepasste TDI-K rein oder irgendeine andere Exotik, sollte man mit zwei normalen Haupthandwaffen spielen. So, die Skills. Die Skills und warum ich gesagt habe, einfach mal ein bisschen mehr Support für die Gruppe und einen Skill, der nicht so oft benutzt wird. Und wo ich in Zukunft auch mal ein bisschen mehr Bock habe, da drauf zu gucken. Und mal zu schauen, ob man irgendwie um die Skills, die nicht so genutzt werden, ein bisschen was bauen kann, was Bock macht. Womit man klarkommt, womit man auch solo klarkommt. In dem Fall klappt es mit dem Zerstörer-Glühwürmchen exzellent. Und in der Gruppe sogar noch geiler. Im Stream hat man es ausprobiert, mal schön gelaufen. Das ist absolut herrlich. Wenn die ganzen Gegner, die auf einen zukommen, einfach einen nicht mehr permanent mit Granaten beschmeißen oder mit Drohnen entgegenfliegen lassen und oder ihren Mist aufstellen oder reparieren hin und her. Alles, was an Gegnern dranhängt, was die Gegner ausmacht, was deren Gadgets ausmacht, was deren Schwachpunkte ausmacht, Zerstörer-Glühwürmchen kümmert sich um den ganzen Kram. Ich habe in dem Gameplay extra, um euch mal ein bisschen zu zeigen, ich bin einfach District Union Arena ganz am Anfang, ihr wisst, was da abgeht. Das ist eigentlich so ein ziemlich guter Testing Ground und habe da einfach mal ein bisschen versucht, Just for Fun zu überleben. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ihr habt doch da gesehen, wie stark das Zerstörer-Glühwürmchen wirklich ist. Also absolut geil. Und wenn ihr das in der Gruppe macht, hat die Gruppe deutlich einfacher und ja, ist definitiv eine geile Option. Als zweites, natürlich war auch hier für mich
ein absoluter No-Brainer, definitiv die Mine mitzunehmen. In dem Fall habe ich die Cluster-Mine mitgenommen, weil sie sich einfach aufteilt, sehr, sehr guten Damage macht und halt mehrere Gegner auf einmal erwischt. Man könnte natürlich auch ein bisschen jetzt zur normalen Sprengsatzsuchermine gehen und könnte die mitnehmen. Die hat noch ein bisschen besseren Cooldown. Ist aber dann eher so für einzelne Gegner, wenn man bestimmte, ne, wenn man bestimmte Gegner rauspicken möchte. Ne? Könnte natürlich auch hier, keine Ahnung, Haftgranate, Sprengsatzhaftgranate könnte man tatsächlich auch mitnehmen. Das würde hier natürlich auch Sinn machen. Oder, was ich bisher tatsächlich noch nicht probiert habe, ist die Bomberdrohne, aber das ist so ein Ding, ja, die nutzt überhaupt keiner, aber da müssen wir mal, werde ich mir in Ruhe mal anschauen. Das hier ist definitiv ein sehr, sehr, sehr geiles Bild, macht richtig Bock. So, werfen wir noch einen Blick auf die Werte. So, dann bin ich mit euch noch kurz hier unten am Schießstand, obwohl ich gar nicht sicher bin hier, was ich euch hier zeigen soll. Ich kann die gar nicht anvisieren, Glühwürmchen, weil die Pappkameraden haben keine Schwachstellen. Das sind die stärksten Gegner im Spiel. Die haben keine Schwachstelle. Ich kann ja nicht, geht nicht. Ich meine, ihr habt es im Gameplay gesehen, ne? Hätten die jetzt eine Schwachstelle, dann würde das Glühwürmchen hinfliegen und Radouts machen und ihr hättet eure Ruhe. In dem Fall habt ihr halt die Spielweise, ihr stackt im Idealfall, ne, euer Memento hoch. Das können wir jetzt hier auch nicht mehr machen. Das ist dann nochmal extra Schaden, der fehlt. Ansonsten geben wir ein bisschen Gas mit der Kondensator. Ihr seht, die allein hat guten Damage, also da kann man echt nicht mecken für zusätzlich zum Schießen. Könnt schön reinscopen, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr bei der Kondensator wissen auch nicht viele. Beziehungsweise probieren nicht viele aus. Ich finde es tatsächlich ganz nice, weil ich persönlich auch gerne mit Fokus spiele. Und ja, in dem Sinn, hochgesteckt. Und ja, Fahrgezug ab ist die Popcorn-Maschine. Und da geht halt, wie gesagt, noch deutlich mehr. Ne? Das hier ist jetzt nur, ja, war ein bisschen größerer Tropfen auf der Heise. So. Das war's auch schon, Leute. Ich wüsste wirklich gern, was ihr davon haltet. Sagt mir mal eure Varianten, die ihr eventuell geplant habt fürs neue Update, für die neuen Missionen, mit welchen Varianten ihr starten wollt. Was spielt ihr für Explosionsbuilds? Haut's mir mal in die Kommentare und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.